Heute geht es um einen Versuch wissenschaftlicher Natur. Ein bisschen Kälteschlaf und ein Flug zu einem unerforschten Planeten. Und naja, irgendwas ging da schief. Denn irgendwie ist der Planet recht öde und verlassen. Der verlassene Planet ist ein illustriertes Sex-Adventure, also ein Text-Adventure mit Bildern, die die Szenerie darstellen. So, aber erstmal zur Hintergrundgeschichte. Zusammen mit Professor Singer soll der Protagonist, ein anonymer Freiwilliger, einen fremden Planeten erforschen. Das geht aber mal sowas von schief. Während des Starts verunglückt erstmal Professor Singer tödlich und man muss die Mission alleine durchführen. Und dann stellt sich heraus, dass der Kälteschlaf doch ein bisschen länger gedauert hat als gedacht. So 2000 Jahre. Die Zivilisation, die man auf dem fremden Planeten erwartet hat, die ist anscheinend untergegangen. Naja, muss man halt ein paar Ruinen erforschen, auch wenn Archäologie, genauer gesagt Xenoarchäologie, für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist. Allerdings stellt sich sehr schnell heraus, was wirklich Sache ist. Man ist immer noch auf der Erde. Prost Mahlzeit! Das Problem ist, dass man jetzt quasi als Protagonist in einer Art Mad Max Welt für Arme ist. Auch wenn die Donnerkuppel noch ganz weit weg liegt. Das heißt auch, wenn man vom geplanten Weg abweicht, verliert man sehr schnell das Spiel. Da hilft eigentlich nur nach jedem erfolgreichen Schritt, insbesondere im ersten Level, mit Save in einem der neuen Speicherstände abzuspeichern und dann alles richtig zu machen. Das Spiel selbst ist recht kurz und beschränkt die Dinge, die man mitnehmen kann, eigentlich auf plotrelevante Gegenstände. Der größte Feind des Spielers ist allerdings der Parser. Ist eigentlich immer so in solchen Spielen. Der verlangt nämlich manchmal sehr exakte Anweisungen. Und bei Missverständnissen wird er dann auch mal frech und vorlaut. Allerdings soll sein Wortschatz recht umfangreich sein. Ist nur die Frage, ob das immer so viel bringt. Ich empfehle, dass man sich als erstes die komplette Karte des Spiels besorgt. Man findet sie unter anderem auch auf der Seite zu dem Spiel auf dem C64-Wiki. C64-Wiki.de. Ganz einfach, um den Frust mit dem steten Tod einfach aus dem Weg zu gehen. Ein Wiederspielwert existiert eigentlich keiner, da sich die Geschichte nicht dynamisch verändern kann, entwickeln kann. Das Seltsamste in diesem Spiel ist allerdings sowieso die Existenz einer Highscore-Liste. Naja, ich kann auch nicht alles verstehen, nicht alles wissen, ne? In 2 Wochen kommt ein Superspiel. Sagt ja schon der Name des Spiels dann. Super Game.